Mario. Und willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich bin Piranha 12356. Wir spielen Super Mario 64 für den N64. Eines der ersten Spiele, die für die N64 rausgebracht wurde. Ja. Ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen und dachte mir, ja, ich fange gleich ein neues Let's Play an. Ich habe noch eins laufen. Wario Land 4. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Habe ich auch noch ein Part sogar noch ungerendert. Da könnte ich doch mal demnächst hochladen. Jetzt sollte ich vielleicht mal demnächst hochladen. Natürlich werde ich auch das Let's Play weiterführen und werde aber dieses Spiel hier anfangen. Und ja, es ist eines der Spiele, die sehr oft wahrscheinlich Let's Played wurden. Aber ich dachte mir, passt irgendwie in meine Reihe, weil ich so viele Mario und N64 Spiele überhaupt zocke. Wollte ich jetzt nicht, dass das unbedingt fehlt. Und ja, ich denke, es wird auch nicht so ein langes Let's Play, weil einfach ja, weil es nicht lang werden wird. Ich denke, wir dürften in den einzelnen Räumen schnell durchkommen. Ich habe das Spiel als Kind gesuchtet, kann man ganz kann ich ganz ehrlich sagen, 120 Sterne noch nie zusammenbekommen, nur einmal 119, einmal 118 Sterne. Jetzt habe ich mal vor kurzem noch meine Originalkonsole geguckt, mal die Sterne verglichen und alles, und da habe ich gemerkt, ach du Spacken, hast auf der Stern, der bei 119 fehlt, den habe ich bei der 118er Spielstand natürlich gefunden. Ja, das ist irgendwie auch interessant. Naja, jetzt habe ich es nicht mehr nachgeholt, weil meine Controller von der N64 ein bisschen ausgeleiert sind durch Spiele wie Mario Party. Aber ja, bleiben wir jetzt bei der Sache hier. Werden wir kurz eingewiesen, wie man die Kamera lenkt. Hier hinten kann man nochmal gucken, wenn man möchte, und sich ein Leben abgreifen, wenn ich mich nicht ganz irre, was einen verfolgt. Man kann sich auch immer den Spaß machen. Konnte ich jetzt gerade nicht, vor dem Leben zu flüchten. Aber naja. Jetzt geben wir uns, kleinen Moment. So, da war für kurze Zeit von meinem Emulator der Sound weg, weil mein Antivirenprogramm irgendwas gefunden hat. Auf jeden Fall betreten wir dieses Schloss und, na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also schwinde besser wieder. Mohaha. Ja, erster Raum. Wir wurden begrüßt von, sagen wir mal, dem Bösewicht Bowser. Hier kann man, wenn man sich Leben verloren hat, natürlich hier wieder Leben aufsammeln. Hierfür braucht man noch einen Schlüssel. Das ist die Boss-Tür. Und das sind die Level-Türen. Hier kommt man natürlich nur rein, wenn man die entsprechende Anzahl an Sternen hat, die da drauf steht. Wie zum Beispiel hier steht keiner drauf, also braucht man auch keinen Stern. Wir gehen deshalb sofort in die erste Welt. Das ist Bombenberg. Genau. Besiege König Bombom. Die erste und einfachste. Ach ja, komm. Die erste und einfachste Mission. Wir müssen jetzt erstmal nach oben irgendwie. Das heißt irgendwie. Und dann nicht nach oben führt. Nur ein direkter Weg. Da wir jetzt hier noch keine anderen Hilfsmittel haben, wie eine Kappe zum Fliegen oder zum Beispiel die Kanonen. So, jetzt werde ich aber so langsam ein bisschen sauer. Zweite Unterbrechung. Wo war ich? Wir haben keine Möglichkeit hier abzukürzen durch zum Beispiel eine Flugkappe oder Kanonen. Ich weiß gerade nicht, woran das hier liegt, dass ja, dass mein Emulator plötzlich keinen Sound mehr hat. Muss ich gleich mal nachgucken. Diesmal war es keine Fehlermeldung. Oder Virenmeldung von meinem Antivir. Naja. Hier ist übrigens ein Teleporter drin. Kann man benutzen, um schneller nach oben zu kommen. Kann ich eigentlich jetzt mal benutzen, weil die weil das einfach mal schneller geht. Hier kann ich auch ganz kurz erzählen, warum es in letzter Zeit nicht so viele Videos gab von mir. Beziehungsweise keine. Einfach aus dem Grund, da ich zeitlich, ja, zwar Zeit hatte, aber ein bisschen unmotiviert war.
Weil wir jetzt derzeit ein bisschen alles so drunter und drüber gelaufen ist. Na. Oh Gott, warum laufe ich denn runter? Nur weil ich mir kurz die Nase gekratzt habe, habe ich nicht mehr darauf geachtet, dass ich nicht runterfalle. Nee, ich habe da so ein paar Probleme gehabt. Wie zum Beispiel, dass ich meinen Nebenjob verloren habe, dadurch wieder natürlich einen Monat weniger Einkommen habe. Und irgendwie meine Miete bezahlen musste und dann muss man ja hinterher zum Arbeitsamt sich dann fragen, ob man Unterstützung bekommt in Sachen von Miete und alles. Und das ist immer dieses ganze nervige Hin und Her bei den Ämtern. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt einigermaßen in Ordnung. Und ich hätte natürlich auch da ab und zu was aufnehmen können, aber wäre natürlich auch die Stimmung und Motivation nicht so toll und solche Parts will ich dann auch nicht hochladen. Ja, die haben den ersten Stern uns geholt, indem wir diesen König hier besiegt haben und man hätte sich auch einen Spaß machen können, habe ich mal gerne gemacht. Und man, wenn man ihn dann hinten am Rücken hat, dass man ihn dann hier vorne, bis hier vorne trägt und dann ihn da runterwirft. Leider resettet man den Boss dann, aber es hat Spaß gemacht. So. Erster Stern wäre also unser. Null Münzen eingesammelt. Ah ja, jetzt wird uns gesagt, man kann noch in andere Türen rein, wo halt die 1 bei den Sternen steht. So gucken, dass mein Part nicht zu lang wird, weil das sonst asynchron wird. Wir sollen jetzt den. Die rosanen Bob-Oms sind in vielen Levels zu finden. Die sind meistens dafür da, dass die Kanonentüren geöffnet werden. Pforten, wie immer man das nennen möchte, Schächte. So dass man da rein kann und sich dann mit der Kanone fortschießen kann. Das machen wir aber auch später. Wir besiegen jetzt erstmal den Cooper. Einfaches Rennen. Wir müssen so schnell wie möglich nach oben. Und dabei sollte man eins beachten. Man sollte nicht dem Cooper folgen. Nämlich das habe ich mal gemacht und der Cooper hat einen interessanten Weg, der läuft nämlich erstmal noch bis hierhin, ja, den gleichen Weg wie man selber, dann springt der hier runter und kann diesen weißen Abhang kann er runterlaufen wahrscheinlich auch, das kann ich aber auch. Und er kann ihn runterlaufen und man selber ja halt nicht. Und dadurch kann man eine Menge Zeit verlieren, dass man da nochmal, das nachholen musste. Da weicht natürlich auch jeder Kugel aus, was man natürlich selber auch machen sollte. Ich spiele gerade nur mit einer Hand, weil mir andauernd eine Nase juckt. Nerviges Gefühl. Teleporter hier, deswegen habe ich den ersten Stern schon benutzt. Sollte man jetzt nicht mehr benutzen, weil dann sagt er, man hat geschummelt und muss, glaube ich, die ganze Sache nochmal machen, oder ich glaube, man kriegt nicht mal eine zweite Chance so richtig. Also man muss das Level dann beenden, auf irgendeine andere Art und Weise. Kanonen sind, glaube ich, auch nicht erlaubt, aber das ist eh schwierig, sich hier dann hochzuschießen. Naja. Wenn man das alles geschafft hat und so befolgt hat, wird man es locker hier hinschaffen, weil das Rennen ist ja wirklich nicht so schwer. Und damn. So. Jetzt müssen wir natürlich auch noch auf ihn warten. Ich glaube, man kann sich auf fast eine Minute 30 oder so Zeit lassen. Ungefähr. Weil der ist langsam. Ja, du hast mich besiegt. Hier, nimm diesen tollen Preis und wir werden ihn nochmal sehen in einem anderen Level und da will er Revanche. Aber das erst später. Viel später. Zweiter Stern. Auch hiermit dürfte uns jetzt eine weitere Tür offen stehen. Oder? Nee, noch nicht. Dann hole ich mir erstmal noch einen nächsten Stern hier. Und dann werde ich nochmal kurz eine andere Welt mir angucken. Fliege zur schwebenden Insel. Da müssen wir uns eine Kanone schnappen. Am besten die da hinten. Ich weiß noch gar nicht, ob ihr jetzt überhaupt gesehen habt, dass man da rein kann. Das wäre nämlich die hier. Wow. Natürlich sollte man den ausweichen. So, dann kann man hier locker rein.
Lässt sich fallen. Und schießt nach oben. Da muss man ein bisschen beachten. Man sollte möglichst so weit nach oben die Kanone halten wie möglich, weil wenn man die ein bisschen schräger hält, schießt man sie entweder gegen diese schwebende Insel oder dahinter. Das bringt einen nicht weiter. So, hier ist der Stern drin. Den wir uns natürlich auch gleich schnappen. Das wäre dann Stern Nummer 3. Und da habe ich einen Moment, wann habe ich das? Oh, wieder 0 Münzen eingesammelt. Sehr schön. So, jetzt sagt er, dass jede Tür hier auf der ersten Etage uns auf oder Erdgeschoss uns offen stehen. So, das war zwischendurch nochmal ein kleiner Schnitt von meiner Seite, damit der Part nicht asynchron wird. So, wir gehen jetzt aber in das eigentlich vorgesehene zweite Level, glaube ich, was eigentlich nicht so wirklich ein Level ist. Es gibt hier nämlich auch versteckte Sterne und darunter zählt dieses Level, auch wenn man da einen Stern braucht, zählt das unser verstecktes Level. Und das ist ein eigentlich nur ganz witzige Sache, die man hier macht. Nämlich, es ist eine Rutschpartie. Hier kann man, das habe ich auch erst nicht gewusst, das war, habe ich lange für gebraucht, hier mal rauszufinden, wo hier noch ein Stern ist. Also, das heißt, hier sind nicht wie im normalen Leveln sind hier, habe ich das nicht schon gesagt, das ist, Moment, wie viele Sterne sind da zu finden? 5 oder 6? Ne, 5 Sterne plus 100 Münzensterne jeweils und na, schade. Hier kann man auch 2 Sterne sammeln, was eigentlich unüblich ist für einen geheimen Raum. Da kann man meistens immer nur einen sammeln. Glaube ich, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Hier den zweiten Stern zu bekommen ist ein bisschen schwieriger. Man muss die Strecke unter 20 Sekunden schaffen. Also insgesamt darf man nicht schneller, nicht langsamer sein. 20,9. Wenn man 21 erreicht, dann von der Zeit her, dann hat man den Stern schon versagt. Deswegen mache ich immer gerne, also wenn man hier runterfällt oder versagt, dann kommt man immer wieder da, wo der Teppich ist, da wo wir gerade gespawnt sind, wieder hin. Und damit ich mir diesen Weg spare, weil das ist einfach nur unnötig, werde ich hier einen Schnitt machen. Schon mal mit dem Long Jump anfangen, das ist immer eine gute Idee. Ich glaube, ich habe schon Zeit verloren, indem ich. Man darf eigentlich nicht den Rand berühren. Da verliert man nur Zeit, da wird man abgebremst. Man sollte diese Kurve auch irgendwie so nehmen. Und bloß keine Umwege fahren. Das sieht ganz gut aus, ja. 20,6, da brauche ich den Safe State, den ich gemacht habe, gar nicht. Und kann mir sofort. Wir springen erstmal an dem Stern vorbei. Springt schon wieder. Und jetzt habe ich den fünften Stern. Ich denke mal, für den ersten Pass sind 5 Sterne ganz in Ordnung. Und was man noch bei den Münzen sagen kann, wenn man ein Level abschließt und 50 Münzen, also für jeweils 50 Münzen gibt es ein Leben dazu. Aber ich werde mich erstmal hier verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Part wieder zu Super Mario 64. Ja, wo wir dann uns in weitere Level begeben. Und weiter Sterne jagen. Bis dahin, ciao, ciao.